Ihr habt es zurückgeschafft. Ich habe nie daran gezweifelt. Ich habe die Garnison von Mos Ila bereits kontaktiert. Wenn ihr die Codes der Gamorreaner habt, werden wir unseren neuen Stützpunkt schon bald beziehen können. Dann verläuft ja alles nach Plan. Bald werden wir uns nicht mehr mit den Mandalorianern gutstellen müssen. Und wir werden eine Verhandlungsbasis haben. Es war mir eine Ehre. Ich werde nicht vergessen, was ihr getan habt. Danke. Wie ist die Lage, Commander? Es sieht nicht gut aus, fürchte ich. Jemanden wie euch kann ich jetzt wirklich brauchen. Ein hiesiger Kriegsherr scheint sich daran zu stören, dass imperiale Truppen durch sein Gebiet marschieren. Er hat seine Kanonen auf unsere Männer gerichtet. Das klingt nicht gerade gut. Wir mussten blutiges Lehrgeld bezahlen. Seitdem bewegen wir uns zwar vorsichtiger, aber unser Vormarsch ist gestoppt. Der Söldnertrupp, den ich mit der Vernichtung der Stellungen beauftragt habe, hat sich nie zurückgemeldet. Jetzt stecke ich in der Klemme. Jemand muss sich diesen Kanonen nähern und sie für eine Bombardierung markieren. Nur gegen einen Vorschuss. Nur Geduld, Kopfgeldjäger. Sobald diese Kanonen fort sind, zahle ich gerne. Aber ich gebe euch nichts für Versprechungen. Nehmt diesen Zielmarkierer. Damit könnt ihr präzise Angriffe auf die Kanonen veranlassen. Lasst sie die imperiale Feuerkraft spüren.
Ärger im Anmarsch. Ihr habt ihnen ja ganz schön zugesetzt. Bringt ihr gute Neuigkeiten? Der Job ist erledigt. Ein Kinderspiel. Um den Rest kümmern wir uns. Jetzt können die Feiglinge sich nicht mehr hinter ihren Kanonen verstecken. Wir werden sie zertreten.
Wie bitte? Erst verlieren wir einen Trupp sündhaft teurer Mandalorianer und jetzt versagen auch noch unsere eigenen Leute. Ich will Ergebnisse, keine Ausreden. Das sollte eigentlich keiner mit anhören. Die Exchange ist ein viel härterer Brocken, als wir anfangs dachten. Kann ich helfen? Naja, einmal können wir es ruhig noch versuchen. Die Exchange benutzt einen alten Stützpunkt des Bergungsdienstes als Munitionslager. Wir haben es jetzt zweimal versucht, aber vielleicht müssen wir einfach unsere Verluste hinnehmen und uns zurückziehen. Ich kümmere mich darum. Schön, dass ihr uns helfen wollt, Kopfgeldjäger. Ich gebe euch den Standort des Waffenlagers, das wir angreifen wollen, und die letzten bekannten Koordinaten unseres Trupps. Ihr solltet zuerst nach Überlebenden suchen. Vielleicht können sie euch sagen, was schiefgelaufen ist. Reiseroute bestätigt. Gehört ihr zu Captain Tremonts Team? Was? Wer seid ihr? Hat der Captain euch geschickt? Alle anderen sind tot. Ich weiß nicht, warum ich noch lebe. Ich glaube, sie foltern. Ich komme als Rettung. Nein, bitte. Ich werde hingerichtet, wenn die Mission nicht erfüllt. Wir sind nie... bis zum Waffenlager gekommen. Ein Hinterhalt. Sie haben uns alles abgenommen. Sprengstoff. Im Schließfach. Bitte, führt es zu Ende.
Marsch. Thank you.
Ist es getan? Bitte, schaltet das hier ab. Lasst mich gehen. Ihr habt es nicht verdient zu leben. Nein, lasst mich hier nicht zurück. Das Waffendepot der Exchange liegt in Trümmern. Ja, über die Zerstörung des Waffenlagers sind hier schon allerlei Berichte eingegangen. Ich danke euch. Jetzt, wo die Exchange ihre Waffen los ist, haben wir Tatooine noch fester im Griff. Nötig gewesen. Zu Ihren Diensten.
Wenn ihr der Beste sein wollt, müsst ihr wissen, wie. Kommt wieder. Vielleicht lernt ihr was. Söldner, Moff Jurion möchte euch gratulieren. Meine Heldin, die Mandalorianer respektieren uns. Die Stämme der Sandleute wurden zerschlagen. Für Tatooine bricht ein neuer Tag an. Unsere Truppen und Vorräte können durch den Schutz der Söldner frei bewegt werden. Unsere Garnison wird die Korruption der Exchange bereinigen und für Stabilität sorgen. Diese entlegene Staubkugel ist am Ende vielleicht doch noch nützlich. Wer hätte das gedacht? Wir haben bereits begonnen, die Verwundbarkeit der Exchange auszunutzen und ihre Basen anzugreifen. Wir haben Credits, Antiquitäten und Spice beschlagnahmt. Es wird alles in meinen persönlichen Tresorkammern aufbewahrt, bis es den imperialen Behörden übergeben werden kann. Nehmt diesen Kriminellen alles. Das ist der einzige Weg, ihre Organisation zu zerstören. Das sehe ich genauso. Aber wir sollten jetzt nicht über Strategien sprechen. Die beschlagnahmten Waren sollten geteilt werden. Verlasst Tatooine mit vollen Taschen und vergesst niemals meine Hilfe. Dank mir gehört Tatooine jetzt euch. Es ist nur gerecht, dass wir beide belohnt werden. Daran gab es nie irgendwelche Zweifel. Ich habe euer Schiff auftanken und bewaffnen lassen. Ich freue mich schon darauf zu sehen, wie ihr anderen Planeten euren Stempel aufdrückt. Die Verbindung zum Minister wurde hergestellt, Sir. Viel Glück, Jäger. Wenn die Gerüchte über diese Jagd stimmen, werdet ihr es brauchen.
Hey, ihr seid zurück? Und Theresius lebt immer noch. Ihr beiden hängt wohl aneinander, was? Mein Name ist Gold. Schon vergessen? Gold Renault. Und ja, wir kommen ganz prächtig miteinander aus. Tatsächlich. Soweit, so gut. Er ist ein berüchtigter Schurke. Ich habe ein neues Leben begonnen. Außer natürlich, es wird ein berüchtigter Schurke benötigt. Ich habe genug von sengender Hitze und Sand. Wie wäre es, wenn wir uns dem nächsten Ziel widmen? Ich habe Theresius Lokai eliminiert. Das glaube ich erst, wenn ich den Scan sehe. Na, wer hätte das gedacht? Der Bioscan der Leiche passt. Du hast gerade sehr viele Verbrecherbosse sehr glücklich gemacht. Außerdem ist die Konkurrenzliste um einen Eintrag kürzer. Theresius Lokai kommt auf deine Liste. Bleib weiter so hungrig, Jäger. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen. Laut einem meiner Kontakte hat gerade irgendein Kerl auf Nar Shaddaa Fragen über mich gestellt. Was genau wollte er über dich wissen? Mein Kontakt sagt, der Typ hat Spion praktisch auf der Stirn stehen. Er wollte meinen Aufenthaltsort wissen. Nennt sich Kateri. Der Spion, nicht mein Kontakt. Ich denke, wir haben Zeit, ihm einen Besuch abzustatten, oder? Ich will nicht, dass er uns nachspioniert. Wir werden uns bald um ihn kümmern. In Ordnung, dann haben wir einen Plan. Das nennt ihr also zu Hause. Ein wenig dürftig, was? Seinen Zweck erfüllt es sehr gut. Ihr denkt praktisch, schon verstanden. Ich schlage ja auch nicht vor, den Rumpf zu vergolden. Ich meine ja nur, ihr könntet ein wenig Munition sparen und ein paar gepolsterte Sitze einbauen. Denkt darüber nach. Es könnte nicht schaden, diesen Blechkübel ein wenig gemütlicher zu gestalten. Ich kann euch ein paar Leute empfehlen, die eine gute Auswahl an Teilen zum Vorzugspreis haben, um euer Budget nicht zu sehr zu strapazieren. Tja, wir können nicht alle stinkreiche Verbrecherbosse sein, aber diese Kopfgeldgeschichte ist auch nicht übel. Außerdem gefällt mir die Idee, zur Abwechslung mal der Jäger zu sein, auch wenn es ein primitives Leben bedeutet.
Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Leben Sie wohl. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Coral, nun, das ist eine Überraschung. Ich hätte nie gedacht, dass sie euch selbst stellt. Gut, erstens, mein Name ist nicht Coral. Zweitens, wovon redet ihr? Richtig, natürlich nicht. Ich nehme an, ihr seid nur hier, um ein wenig zu plaudern. Könnte auf ein entbehrliches Körperteil zielen. Arm oder Bein, das würde die Sache vielleicht beschleunigen. Die Idee gefällt mir. Versucht nur nicht alles schmutzig zu machen. Ich kann mir vorstellen, was sie euch erzählt hat, Jäger. Aber sie spielt mit euch. Sie ist alles andere als ein hilfloses Mädchen. Eure Informationen sind wertlos. Das ist nicht Coral. Nehmen wir mal an, ich kaufe euch das ab. Was soll ich tun? Hey, ich habe eine Idee. Vielleicht könnt ihr mir sagen, wer Coral ist und wer euch geschickt hat. Machen wir es kurz, ja. Ich will nicht, dass uns jemand sieht und hiervon berichtet. Und ich bin nicht so dumm, die Waffe gegen euch zu erheben. Hier ist alles, was mir über mein Ziel mitgeteilt wurde. Nehmt es und geht. Dieses Datenpad ist verschlüsselt. Mal sehen, ob ich es später knacken kann. Dieses Ding, sie sieht wirklich aus wie ich, hä? Huh? Mach dich am besten sofort an die Entschlüsselung des Datenpads. Ich habe wohl für eine Weile jede Menge zu tun. Wir sollten los. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Benötigen Sie medizinische Hilfe?
war nicht schlecht, wenn ich das so sagen darf. Man hört immer wieder, wie schön Alderaan sein soll. Sieht so aus, als würde ich es mitten in einem Krieg sehen. Wenigstens wird es auf den Holos noch gut aussehen. Keine Panik. Wenn wir die große Jagd gewonnen haben, machen wir gemeinsam Urlaub. Wir könnten wirklich etwas Entspannung vertragen. Zeit herauszufinden, wer zwischen uns und einer Woche am Strand steht. Willkommen auf Alderaan, Jäger. Dem ehemaligen Touristenzentrum der Kernwelten. Dein Ziel hier auf Alderaan ist ein Adliger, der Durastal-Duke genannt wird, weil er für seine unglaubliche Überlebensfähigkeit bekannt ist. Tausende Attentäter haben vergeblich versucht, den Duke zum Schweigen zu bringen, aber dich hat er ja noch nicht getroffen. Zuletzt wurde er beim Haus Girard gesehen. Sie sind Gäste des Hauses Thul, also würde ich die Suche dort starten. Viel Glück! Sieht so aus, als hätte sie ein paar Details vergessen. Ein Glück, dass ich dabei bin. Erzähl mir mehr. Ich hasse Überraschungen. Nur ein kurzer Überblick. Als die Königin von Alderaan vor ein paar Jahren gestorben ist, hat sich der Oberbefehlshaber des Militärs zum König erklärt. Das hat aber nicht funktioniert, sodass nun die drei größten Häuser um die Krone kämpfen. Ich muss mehr über die Hauptakteure erfahren. Also, General Buris Ulgo ist der Kerl, der sich selbst zum König erklärt hat. Und sein Haus kontrolliert den größten Teil des ehemaligen alderaanischen Militärs. Die Häuser Organa und Thul sind Ulgos einzige echte Gegner. Aber sie schlitzen sich auch gegenseitig die Kehlen auf. Organa will, dass Alderaan wieder Teil der Republik wird. Und Thul konnte mit der Hilfe des Imperiums aus dem Exil zurückkehren. Hey, hört ihr noch zu? Ja, sehr gute Arbeit. Und gründlich. Das ist alles ziemlich bekannt. Ich hatte auf der Reise hierher genug Zeit zum Lesen. Kommt schon, wir sollten dem Haus Girard besser einen Besuch abstatten. Oh, eine Sache noch. Die Adligen von Alderaan sind anders. Sie halten sich für unbesiegbar und lassen sich nicht leicht beeindrucken. Ganz egal, wie groß die Waffe ist, mit der ihr rumfuchtelt. Es tut gut, sich zu entspannen. Mehr ist dieser Tage ja leider nicht drin. Jeder hat seine Grenzen. Macht ihr Witze? Ich bin im besten Alter. Ich spreche davon, dass ich versuche, hier auszuspannen. Und zwar richtig. Das ist ziemlich aufreibend. Ich war so lange damit beschäftigt, immer allen einen Schritt voraus zu sein, dass ich gar nicht glauben kann, sie für immer abgehängt zu haben. Wenn ich mit euch unterwegs bin, weiß ich wenigstens immer, woher das Blasterfeuer kommt. Das erspart mir einigen Ärger. Meistens. Je weniger Zeit ihr mit dem Ärger verbringt, desto besser. Ihr habt einen wunderbar subtilen Sinn für Humor. Wisst ihr das? Mal sehen, wie einfach ihr eure alten Instinkte loswerdet und ein Nickerchen macht, wenn ihr 30 Jahre als Kopfgeldjäger gearbeitet habt. Ich wusste, dass ihr ein erfolgreicher Schurke wart. Aber 30 Jahre auf der Flucht? Das ist echt beeindruckend. Es war eigentlich gar nicht so schlimm, bis die Leute irgendwann merkten, dass ein und derselbe Kerl für all ihr Unglück verantwortlich war. Und glaubt mir, ich habe mir über die Jahre wirklich ein paar Feinde gemacht. 2,5 Dutzend Huttenfamilien, die komplette korallianische Exchange. Und dann war da noch diese Blockadegeschichte, bei der die Mandalorianer mit eingezogenem Schwanz zurück nach Hause geschickt wurden. Kommt schon, ich glaube, das war genug Aufmunterung für mich.
Guten Tag. Ich überbringe die besten Wünsche von Moff Sarek, dem Offizier, der für die Annektierung dieses Planeten verantwortlich ist. Er hat eure Ankunft bereits erwartet. Entweder werde ich berühmt, oder er will jemanden tot sehen. So wie ich den Moff kenne, ist es mehr als nur jemand. Guten Tag. Ihr habt uns bereits gedient, nicht wahr? Eine wertvolle Hilfe. Ich gehe davon aus, dass ihr euch nicht für die Feinheiten der hiesigen Politik interessiert. Also werde ich mich kurz fassen. Das Imperium will Alderans Erbfolgestreitigkeiten ausnutzen, um den Planeten zu übernehmen. Und ich biete euch die Gelegenheit, dabei eine zentrale Rolle zu spielen. Ist das ein Einstellungsgespräch? Oh, wenn ihr wollt, habt ihr den Auftrag. Andernfalls würden wir uns nicht unterhalten. Der Thronerbe Alderans wurde vor kurzem ermordet. Direkt nachdem er dem Schutz der Republik entsagt hat. Auf dem Planeten herrscht Bürgerkrieg. Und zum ersten Mal seit Tausenden von Jahren sind die Armeen der Republik nicht hier, um für Ordnung zu sorgen. Eine zersplitterte Welt wird rasch fallen. Ja, wir müssen jetzt zuschlagen, während der Thron leer ist. Wir haben ein Bündnis mit einem der Adelshäuser, dem Haus Thul. Das Haus wurde vor 60 Jahren nach einer gescheiterten Machtübernahme ins Exil geschickt und hat sich nun an uns gewandt. Leider sind sie zu schwach, um zu tun, was nötig ist. Gibt es jemanden, den sie nicht für euch töten? Ja, aber das Haus Thul muss auch lernen, was es bedeutet, eine Waffe des Imperiums zu sein. Jorrad, einer der Thul-Lords, besteht darauf, Alderans Regeln zur zivilisierten Kriegführung zu befolgen. Ich möchte, dass ihr ihm zeigt, dass Krieg nichts mit Zivilisiertheit zu tun hat. Einige Vasallen des Hauses Thul haben rebelliert, nachdem Thuls Verbindung zu uns bekannt wurde. Das können wir nicht hinnehmen. Nehmt ein Sklavenhalsband von meinem Mitarbeiter hier und zerrt einen dieser Rebellen vor unseren willensschwachen Lord Thul. Tötet den Rest. Und lasst sie liegen. Diese alderanischen Jammerlappen werden darum betteln, dem Imperium dienen zu dürfen. Diese Lords von Alderan müssen ihren närrischen Stolz verlieren. Wer sich nicht beugt, wird gebrochen. Stellt euch vor, ihr verlasst eure Heimat, um die Galaxis zu bereisen. Und als ihr wiederkehrt, ist euer ganzes Anwesen befallen. Das Holz ist modrig und zerfressen. Käfer wuseln über den Boden, auf dem ihr als Kind gespielt habt. Und Maden fallen euch gleich klumpenweise auf den Kopf. Genau damit hat das Haus Thul zu kämpfen. Schädlingsbefall. Wer ein Schädlingsproblem hat, sollte einen Kammerjäger rufen. Die Killix sind die Insektoidenbewohner Alderans. Sie sind so groß wie ein Mensch, allerdings kaum intelligent.
Und es ist die Pflicht des Adels, sie unter der Erde zu halten. Sie sind außer Kontrolle geraten, verwüsten den Planeten, machen Paläste zu Schwärmen und hüllen die Überlebenden in Kokons ein. Ganze Generationen fallen diesen Monstern zum Opfer. Ihr sagtet, es seien Bewohner dieses Planeten. Heißt das, sie waren zuerst hier? Die Legende besagt, dass die Kilix einst auf dem Planeten herrschten. Angeblich flogen die meisten von ihnen zu den Sternen. Aber wie viele verweilten im Winterschlaf? Die Organas haben ihre Pflicht in Bezug auf die Schädlinge vernachlässigt. Aber sogar sie schützen sich gegen die Jagdgruppen der Kilix. Wenn ihr euch die Toxine der Organas holen und die Kilix-Schwärme vergiften könntet, nun, dann würden die Kilix flüchten und die anderen Häuser müssten sich verteidigen. Gar nicht mal so schlecht. Wir werden alle gegen die Kilix kämpfen. Und das Haus Thule wird den Planeten vor dem Befall retten. Da wohnt jemand? Der ganze Wohnkomplex bei mir zu Hause auf Nashadar würde da reinpassen. Die Typen können mir jetzt schon gestohlen bleiben. Ich hab dem Grünschnabel was aufs Ohr gegeben, weil er meinen Stiefel mit dem Steigbügel zerkratzt hatte. Und pfui, das ist ja widerwärtig. Aber hallo, was haben wir denn hier? Ich suche den Durastal Duke. Durastal Duke? Wovon redet dieser Schlägertyp überhaupt? Duke Corvin, du Tattergreis. Ach, so nennen sie ihn. Wie drollig. Geht jetzt auf der Stelle. Und zwar durch den Dienstbotenausgang. Die Leute würden reden, wenn jemand wie ihr hier angetroffen wird. Ich bin rein geschäftlich hier. Verehrte Familie, bitte, widmet euch wieder den Festivitäten. Ich werde mich kurz mit unserem werten Gast hier unterhalten. Seid ihr hier der Boss? Ja, das könnte man so sagen. Du denkst doch nicht im Ernst daran, mit dieser zwielichtigen Gestalt zu verhandeln. Bitte, Onkel. Ich habe die Situation im Griff. Widme dich wieder der Feier. Das meine ich nicht als Bitte. Ich glaube, ich weiß, warum ihr hier seid. Aber das sollten wir lieber unter vier Augen besprechen. Bitte wartet in meinem Büro. Ich komme gleich nach. Also so etwas gab es hier noch nicht. Ich bin ein Kopfgeldjäger und suche den Durastal, Duke. Könnt ihr mir helfen oder nicht? Ohne große Umschweife, wie? Es tut mir leid, aber der Duke hat mit seiner Schwester das Haus Girard vor einiger Zeit verlassen. Aufgrund unerfreulicher Umstände. Das Haus Girard hat nun ein persönliches Interesse daran, den Duke zu finden und ihm ein unangenehmes Ableben zu bereiten. Ein Mitglied des niederen Adels behauptet, einen Hinweis zum Duke zu haben. Der Informant besteht aber auf ein persönliches Treffen, was ich nicht möchte. Ich würde daher euch schicken. Formalitäten sind nicht gerade meine Spezialität. Ich erwarte nicht, dass ihr die komplexen Zusammenhänge unserer Gesellschaft versteht. Aber ich gewähre euch, in meinem Namen zu verhandeln. Ab jetzt seid ihr Advokat des Hauses Girard. Eine ehrenvolle Aufgabe. Kommt, ich führe euch durch die Ernennungszeremonie. Setzen wir es in die Tat um. Kniet nieder. Ich, Baron Sarkar Girard, vermache hiermit meine Stimme und mein Siegel an diese Vertretung. Nun sprecht mir nach.
Ich nehme diese Ehre demütig an und schwöre, meine Befugnisse zum Wohle meines Herrn einzusetzen. Ich nehme diese Ehre demütig an und schwöre, meine Befugnisse zum Wohle meines Herrn einzusetzen. Erhebt euch. Gut gemacht. Vielleicht gibt es doch noch Hoffnung für euch. Für gewöhnlich sind Informationen bei solchen Geschäften doppelt verschlüsselt. Lord Malphus muss also seine Hälfte des Codes eingeben, bevor ihr die Daten erhaltet. Ich werde Malphus mitteilen, dass ihr bald in seinem Lager eintrefft. Zeigt euer bestes Verhalten. Jetzt schon das dritte Mal, dass meine Bitte ignoriert wurde. Ihr habt das Anwesen schutzlos gelassen. Wir führen Krieg um eure Kohle. Vielleicht wäre es euch ja lieber, wenn wir einfach ganz verschwinden würden. Dann könnte das Haus Thul für sich selbst sorgen. Überlasst mir die Sorge um meine Leute, mein Lord. Und kehrt zurück in den Speisesaal, wo ihr hingehört. Krima? Ist das etwa Krima Noven? Er ist ein freier alderanischer Adliger. Nehmt die Hände von ihm. Wer seid ihr? Was soll das? Moff Sarek schickte mich, um mir diese Verräter zu schnappen. Moff Sarek hatte solche Taktiken erwähnt. Euretwegen wird ganz Alderaan bald in Ketten liegen. Seid still, Sklave. Je eher ihr zur Vernunft kommt, desto leichter wird es für euch. Ich weiß nicht, ob jemand von eurem Beruf wirklich derartige Entscheidungen fällen sollte. Ich fälle hier die Entscheidungen. Sir. Thuls Vasallen werden sich die Rebellion jetzt gut überlegen. Ausgezeichnet. Ich bin mit eurer Arbeit zufrieden. Sehr zufrieden. Ich biete euch einen Auftrag an. Werdet mein Stellvertreter im Haus Thul. Helft Jorrad und seinen Leuten, den Widerstand gegen das Imperium zu unterdrücken. Gehorcht ihr, wie ihr mir gehorcht. Sie wird Ungehorsam genauso strafen wie ich. Sagt ihr, was ihr braucht, um Thuls Herrschaft auf Alderaan zu sichern. Ja, Sir. My Lady? Also, was jetzt?
Ich nehme an, der Moff erwartet, dass wir es mit dem Haus Organa aufnehmen, einem der ältesten Adelshäuser der Republik treu ergeben. Bis vor kurzem hatten sie keine Armee, doch sie haben Anhänger auf dem ganzen Planeten, auch hier. Ihr findet sie niemals! Ihre Tarnung ist perfekt! Viel besser als alles, was das Imperium herstellt! Kein Suchdroide kann sie finden! Kein Spionagesatellit! Nichts! So viel Hirn wie ein Banta. Das Haus Organa streitet ab, eine Armee zu besitzen. Es seien nur Patrioten, die ihr Land verteidigen, aber ihre Angriffe sind zu organisiert. Wir können nicht alle Gruppen aufspüren. Wir müssen ihre planetenweite Kommunikation hacken. Aber dazu müssen wir erstmal einen Stützpunkt finden. In welcher Richtung wartet der Spaß? Organas Guerillakämpfer haben einen Stützpunkt in einer Höhle oder einem anderen natürlichen Versteck. Dort muss es einen Hauptcomlink geben, den die besten Soldaten bewachen. Setz diesen Computerstift ein. Er öffnet uns eine Hintertür zu ihrer Kommunikation. Wenn wir uns in ihr Kommandozentrum hacken, können wir ihre Fallen meiden. Das Haus Organa wird nichts mehr tun können, ohne dass wir davon wissen.
Ausgezeichnet. Wie ihr seht, haben wir jetzt Zugriff auf die Organa-Systeme. Sie reden alle über die Skrupellosigkeit und Brutalität des Angriffs. Ihr Imperialen werdet gut ausgebildet, wie? Ich bin nicht vom Imperium, aber ich betrachte das als Kompliment. Das habe ich mir gedacht. Nun, da wir die Kommunikation der Organas überwachen können, sollten wir, Lord Tuhl, der Stützpunkt wird angegriffen. Hilfe! Grenzposten 2 wird angegriffen! Ich wiederhole, wir werden angegriffen! Perimeterverteidigung durchbrochen. Es sind Angriffsdroiden. Wiederhole, koordinierter Angriff durch Such- und Angriffsdroiden. Beim Blut der Königin. Ich bin kein Soldat, aber ich denke, ich kann euren Stützpunkt verteidigen. Ja, macht schnell. Ich zahle, was ihr verlangt. Die Daten zeigen, dass alle 3 Grenzposten angegriffen werden. Sieht aus wie ein koordinierter Angriff mit Killer- und Suchdroiden. Ich habe da draußen nur kleine Trupps. Nur ihr seid nahe genug, um sie rechtzeitig zu erreichen. Bitte rettet meine Stützpunkte und bringt mir die Speicherkerne aller Suchdroiden, die ihr zerstört. Ich will wissen, wer dahinter steckt. Viel Glück. Ich bringe euch die Köpfe der Droiden und ihren Herrn. Danke sehr. Beeilt euch. Thank you.
Bleibt stehen, wo ihr seid. Ihr seid meines Ranges nicht würdig. Die Etikette schreibt vor, dass jeder, der im Rang niedriger ist als ich, sich mir ohne meine Erlaubnis nicht auf weniger als 10 Schritte nähern darf. Meint ihr das ernst? Wartet, ihr?
Ihr seid der Advokat des Hauses Chirar? So eine Ungeheuerlichkeit. Ich würde euresgleichen nicht mal die Abwasserkanäle schrubben lassen, geschweige denn euch wichtige Botschaften anvertrauen. Ihr habt eine ganz schön große Klappe. Eure Mutter war wohl eine Nervtreiberin. Ich werde mich nicht mit einem unbedeutenden Wicht wie euch streiten. Die Ehre gebietet es mir, dass diese Nachricht so lange in meiner Obhut bleibt, bis ich sie jemanden mit dem entsprechenden Rang geben kann. Ein dressierter Tranta bekommt sie nicht. Ich habe hier einige Zeichen der Anerkennung für meine Adelsfreunde. Ein einfacher Botengang. Liefert sie ab und verdient euch die Ehre eines Zehnjährigen. Danach kann ich mit euch sprechen. Warum liefere ich Ihnen nicht einfach eure Zähne? Aua, das hat bestimmt wehgetan. Oh, ihr habt mich geschlagen. Wie könnt ihr es wagen? Ihr abscheuliches Ungeheuer, dafür werdet ihr büßen. Worauf wartet ihr, Ochsen? Schlagt diese Töle zu Brei! Baron Saka wird von diesem Vergehen hören. Freut euch darauf, ihm zu erklären, warum ich meine Informationen jetzt behalte. Ich verlange, dass ihr vor mir auf die Knie fallt und um Gnade fleht. Oder ich schwöre, dass ich euch für diesen Frevel vor ein Tribunal bringe. Ihr lernt sehr langsam. Au! Hört auf! Ihr werdet das ber... In Ordnung. Gnade. Gnade. Ich gebe nach. Ich gebe meine Hälfte des Sicherheitscodes ein. Bringt diese Nachricht zu Baron Saka. Mit meinen besten Empfehlungen. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Ego so viel ausgeprägter ist als der eigene Selbsterhaltungstrieb. Hoffentlich sehen wir uns nie wieder. Thank you.
Die Killix-Schwärme wurden vergiftet. Bald werden sie fliehen. Und dank Tools Einschreiten werden die Adelshäuser gezwungen sein, ihrer Pflicht nachzukommen und sie zu bekämpfen. In einem anderen Leben hättet ihr eine prächtige Hügelwächterin abgegeben. Ich dachte, die Imperialen sollten aufpassen, dass sowas hier nicht hereinschneit. Es scheint, als würdest du schon wieder Pläne schmieden, Neffe. Ah, dein neuester Handlanger. Sagt mir, hat mein Neffe erwähnt, dass er schon einmal einen Kopfgeldjäger angeheuert hat und dann töten ließ? Das spart mir die Mühe, ihn selbst von der Lohnliste zu streichen. Das könnte unsere Konkurrenz gewesen sein. Vielleicht ein glücklicher Zufall. Wenn du uns bitte entschuldigen würdest, Onkel. Ich muss mit meinem Advokaten sprechen. Keine Frage, wie der Missratner-Sprössling Raffid gelernt hat, uns Schande zu bringen. Advokat. Ich habe gerade eine sehr unhöfliche Nachricht von Lord Melfus erhalten. Er behauptet, ihr hättet ihn angegriffen. Ist das wahr? Ich habe ihn davon überzeugt, dass es keine gute Idee ist, mich hinzuhalten. Wisst ihr, so langsam beginne ich, eure besondere Art der Diplomatie zu schätzen. Malfes Informationen zufolge steht Duke Corvin in Verhandlungen mit unseren Feinden aus dem Haus Organa. Sie verstecken Nachrichten in gefälschten Relikten im Königlichen Museum von Haus Alde. Duke Corvin hat erst vor kurzem ein falsches Relikt ins Museum gebracht. Ihr müsst ins Haus Alde eindringen und das Relikt finden. Ich packe meine Sachen und mache mich wieder auf den Weg. Das Haus Alde wird von Organa und der Republik unterstützt. Unterschätzt sie nicht. Und geht äußerst vorsichtig vor. Im Museum befinden sich unbezahlbare Kulturschätze. Niemand könnte die Verantwortung für die Zerstörung dieses Erbes tragen. Also bekommen wir nun doch noch ein paar Sehenswürdigkeiten zu sehen. Ich kann euch für euer schnelles Eingreifen gar nicht genug danken. Ich weiß nicht, was die Organas wollten, aber der Angriff muss lange geplant gewesen sein. Es war für sie eine teure Niederlage. Ihre Taschen sind tief, aber eine solche Macht stellt man nicht so leicht wieder auf. Wo kommen die her? Was haben sie gesucht? Schnell!
Die Programmsignaturen deuten auf Lord Cedric Killesar hin. Lord Killesar ist mein Vasall. Er hat mir persönlich Treue geschworen, als wir aus dem Exil zurückkehrten. Niemand ist einem wirklich treu, es sei denn, er hat selbst etwas davon. Die Parameter deuten darauf hin, dass die Droiden einem Angriffsteam beitreten sollten, das... Mein Lord, das Programm zeigt ein Angriffsteam in einem Tunnel zwischen hier und dem Killesar anwesend. Ich finde keinen solchen Tunnel auf den Plänen. Der Belagerungstunnel? Beim Blut der Königin? Sie kommen durch den Belagerungstunnel? Führt dieser Belagerungstunnel hier herein? Ja, er verbindet uns direkt mit dem Killesar-Anwesen. Und ich habe die Wachen zu den Außenposten geschickt. Das war sein Plan. Er ist seit Jahrhunderten unbenutzt, aber der Tunnel führt direkt in diesen Raum. Was sollen wir jetzt tun? Für Kämpfe gegen Armeen nehme ich den anderthalbfachen Tageslohn. Ja, sicher, wie ihr wollt. Das ist das Heim meiner Familie. Moff Sarek gab uns Kisten mit Thermitladungen. Sie zu platzieren braucht Zeit, aber sie sind durchschlagskräftig. Wenn ihr sie mit in den Tunnel nehmt, könnt ihr ihn über Cedric und seine Armee einstürzen lassen. Versiegelt ihn, damit sie uns nie wieder bedrohen. Wie komme ich zu diesem Belagerungstunnel? In der Nähe ist ein Tunneleingang. Der Lagerraum ist im selben Bereich. Ich werde meine Truppen rufen, um die Oberfläche zu verteidigen. Doch der eigentliche Kampf wird unten stattfinden. Danke.
Ihr seid also die imperiale Marionette, die Jorah Tool beigebracht hat, zu beißen, anstatt zu bellen. Leckt er eure Hand? Bringt er euch die Schuhe? Echte Alderaner werden sich niemals jemandem wie euch beugen. Es gibt keine Welt, die sich gegen die Macht des Imperiums stellen kann. Lieber sehe ich dabei zu, wie Alderaan explodiert, als zuzulassen, dass der Planet vom Imperium eingenommen wird. Ihr habt nicht einmal den Mut, selbst zu kämpfen, sondern versteckt euch hinter einem Berg Termit. Wenn ihr auch nur eine Spur Anstand in euch hättet, würdet ihr mich zu einem ehrenhaften Duell fordern. Dieser Tunnel wird einstürzen. Selbst unsere Ruinen sind lebendiger als euer Imperium. Rückzug! Die Killisas haben sich ergeben. Meine Leute kehren von den Außenposten zurück, um sie in Gewahrsam zu nehmen. Als der Tunnel um ihren Locht herum explodierte, haben sie alle ihre Waffen niedergelegt. Ich werde Moff Sarek sofort von eurem Heldenmut berichten. Ich habe euch fair euren Platz erkämpft. Auf eine Weise, die sie verstehen. Ein unnötiger Luxus. Aber es hat uns nicht die Schlacht gekostet. Dieses Mal. Die Tools müssen keine weitere Rebellion in ihren Reihen fürchten. Wenn das Imperium euch weiter bezahlt, sollte unser Geld dafür aufgebracht werden, euch woanders einzusetzen. General Stanel Tool koordiniert unsere Bemühungen beim Haus Alde. Redet mit ihm, wenn ihr weiter an der Eroberung beteiligt sein wollt. Ihr habt den Traum meines Hauses bewahrt, unsere Welt zu regieren. Und mich viel darüber gelehrt, was das bedeutet. Ich werde es nie vergessen. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt.
benötigen Sie medizinische Hilfe. Leben Sie wohl. Stanel Tul? Man sagte mir, ihr wollt mich sehen. Moff Sarek sagte mir, dass ihr hier seid. Wir haben schon seit Tagen eines unserer Erkundungsteams an die Kilix verloren. Berater von Dromund Kaas. Sie suchten in einem unserer Minengebiete nach Lanthanid-Vorkommen. Doch während ihrer Untersuchungen wurde alles von Kilix überrannt. Wir haben seit Tagen nichts mehr von ihnen gehört. Ich brauche alle Informationen. Risikoberechnung, strategische Bedeutung, alles. Moff Sarek will, dass das Erkundungsteam gerettet wird. Und zwar schnell. Anscheinend sind einige der Mitglieder anderswo von hohem Rang. Und die Kilix sind nicht direkt an Verhandlungen interessiert. Sie sind hier heimische, fremdartige Wesen. Riesige Käfer mit gerade genug Gehirn, um einen Blaster bedienen zu können. Ein Angriff auf die Kilix würde die Hälfte unserer Armee fordern. Doch anscheinend bin ich zu nah am Problem, um die Bedeutung strategisch bewerten zu können. Habt ihr persönlich mit dieser Sache zu tun? Ja. Denkt bitte nicht, dass ich euch aus persönlichen Gründen bitte, aber meine Tochter leitete das Erkundungsteam. Ich weiß nicht, ob sie noch lebt. Wenn ihr sie und unsere Berater finden könnt und sie befreit, falls sie Gefangene sind, verspreche ich euch eine Belohnung, die mich bankrott macht. Diese Biester werden weder eure Tochter noch die Berater töten. Danke. In meinem Namen noch mehr als im Namen des Hauses.
Seid gesegnet im Namen des Imperators. Ihr habt mir das Leben gerettet. Ihr habt die entfernt, die nicht zum Nest gehören. Wären sie geblieben, hätten sie den Frieden der Vereinigung erfahren. Wir werden euch euren Preis nicht vorenthalten. Aber jetzt geht. Es gab ein Schwarmlied. Wir haben diese Minen für das Nest beansprucht. Ich suche Stanel Tuls Tochter. Man nannte uns einst Daria Tul. Jetzt kennt man uns als Neukind des Ukanaku-Nests. Wir haben das Gel gekostet und die Eikammer gerochen. Wir haben uns vereinigt.
Dann gehört ihr jetzt zu den Kilix? Im Nest herrscht Frieden. Eine Liebe, die durch das Teilen eines einzigen Geistes entsteht. Es ist ein Geschenk von unschätzbarem Wert. Wir werden nie zurückkehren. Ihr würdet eure Freunde verlassen? Euren Vater? Stanel Tul gehört nicht zu meiner Familie. Er und seine Sippe haben Krieg über Alderaan gebracht, im Namen ihrer eigenen Macht. Hier sind wir sicher. Hier leben wir in Frieden. Hier bleiben wir. Kommt mit mir oder sterbt mit allen anderen Kilix. Das ist eure einzige Wahl. Nein, wir werden niemals. Wir hören die Stimme des Nests. Wir haben entschieden, dass ein Verlust nicht viele andere wert ist. Das Nest hat gesprochen. Wir kehren zurück. Thank you.
geht, aber ich freue mich darauf, dieses königliche Museum zu sehen. Was ist das für ein Lärm? Oh, wow. Seht euch das ganze Zeug an. Das ist toll. Oh, nein. Raus hier. Bitte, tragt eure Kämpfe anderswo aus. Dieses Museum hat keinen strategischen Wert. Ich suche ein gefälschtes Relikt. Das ist alles. Ihr müsst euch irren. Jedes der Objekte hier ist ein unersetzliches Artefakt aus der langen, ehrenhaften Geschichte Alderaans. Einige sind mehrere tausend Jahre alt. Ihr müsst gehen, bevor noch etwas beschädigt wird. Ich gehe nicht, bevor ich gefunden habe, was ich suche. Ich kümmere mich schon seit 57 Jahren um diese Antiquitäten. Hier sind nur echte Objekte. Ich kann es euch beweisen. Ich habe einen Integritätsscanner, den wir hier zur Restaurierung verwenden. Ein Scan nach Anomalien wird nur ein paar Minuten dauern. Oh nein, die Überwachungskameras. Sie haben euch entdeckt. Ihr dürft hier drin nicht kämpfen. Dann solltet ihr euch wohl besser beeilen. Oh nein, oh nein, oh nein! Ich weiß wirklich nicht, was ihr hier finden wollt, aber... Achtung! Ich habe fast alle gescannt. Nur noch einen Moment. Bitte, tötet mich nicht. Ich habe etwas gefunden. Aber das ist unmöglich. Wenn das eine Fälschung ist, wo ist dann die echte Gedenkvase zur ersten Gründung? Eine Fälschung werdet ihr nicht brauchen. Gebt sie mir. Ja. Ja, natürlich. Ihr habt bekommen, was ihr wollt. Bitte, geht jetzt. Bitte.
Das muss man ihm lassen. Der alte Knacker hat sich ganz schön ins Zeug gelegt. Danke. Meine Ärzte behandeln das Erkundungsteam wegen des Schocks. Aber ansonsten scheint es ihnen gut zu gehen. Ich wünschte, ich könnte das auch von meiner Tochter behaupten. Es ist klar, dass diese Monster sie unter Drogen gesetzt und einer Gehirnwäsche unterzogen haben. Davon habe ich gehört. Irgendetwas in den Duftstoffen verbindet die Gefangenen mit dem Schwarmbewusstsein. Sende Tools Truppen gegen die Killix aus, bevor sie noch mehr Seelen zerstören. Ihr habt recht. Was bringt der Thron von Alderaan, wenn unsere Welt vorher von diesen Käfern überrannt wird? Sie müssen hier weg. Wir sollten sie zertreten, bis nichts mehr von ihnen übrig ist als ihre Hügel. General Tool, entschuldigt mich. Ich muss mit der Person sprechen, die mich gerettet hat. Ich bin Agent Craige Graf vom Imperialen Geheimdienst. Der Zeitpunkt, zu dem diese Kelex angegriffen haben, war kein Zufall. Die Ulgos haben sie zu dieser Mine gebracht. Wie findet man denn so etwas heraus? Wir überwachen die Kommunikation der Ulgo-Streitkräfte in diesem Gebiet. Das war ganz sicher geplant. Der Vorstoß war von den Ulgos geplant. Er sollte uns von etwas ablenken, das sie Operation Sonnenschauer nennen. Ich schlage vor, dass wir Ihren Plan vereiteln. Dieses Wort ist mir geläufig. Es fiel ein paar Mal in den Unterhaltungen, die wir durch unser Hintertürchen in die Organa-Netze aufgeschnappt haben. Es ist ein Baradium-Detonator. Ein mächtiger Sprengstoff. Sie wollen im Herzen der Thul-Ländereien zuschlagen. Der Detonator wird von Buris Ulgos Elitesoldaten transportiert. Ehemaligen republikanischen Sondereinheiten mit den besten Waffen und der vollen republikanischen Ausbildung. Die Soldaten töten und die Waffe stehlen? Kurz bevor die Killix ankamen, erhielten wir eine Datei, die, wie ich glaube, die Zündsequenz für den Detonator enthält. Wenn ihr wirklich Angst in die Herzen der Ulgos bringen wollt, geht in das Lager, in dem der Detonator aufbewahrt wird und zündet ihn vorzeitig. Die Waffe hat dann zwar nicht die volle Kraft, aber so geht Ulgo zugrunde, nicht Tool.
Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Leben Sie wohl.
Ärger am Danke. Ihr habt das Haus Thul erneut gerettet und unser Land vor Tod und Verwüstung bewahrt. Ich hatte mich schon gefragt, warum Fremde so viele Geheimnisse über das Imperium kennen. Jetzt verstehe ich, dass es niemanden mit ähnlichen Fähigkeiten gibt. Könnt ihr diese Worte in Credits übersetzen? Ich kann sicher eine Zahlung für eure Dienste veranlassen.
Kopfgeldjäger. Die Ulgos ziehen sich zurück. Daher kann ich all meine Truppen dazu einsetzen, die Killix zu vernichten, bis auf die letzte zuckende Larve. Meine Vorgesetzten haben nach euch gefragt. Im Haus Rist gibt es einige Intrigen. Und das bedeutet Ärger für unsere Verbündeten. Wenn es euch interessiert, haltet nach Dates Elgin Ausschau. Moff Sarek hat euch bereits empfohlen. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Ah, Jäger. Datis Elgin, imperialer Berater für das Haus Thul. Ich bin froh, euch zu sehen. Das Haus Thul sieht sich einer Krise gegenüber, die ihre gesamte Position auf Alderaan gefährden könnte. Genau wie die Position des Imperiums. Ihr werdet mir sagen müssen, was für eine Krise das ist, bevor ich irgendetwas zustimme. Das Haus Rist, die Attentäter Alderaans, ist derzeit mit dem Haus Ulgo, den hiesigen Thronräubern, verbündet. Doch es gab eine Zeit, in der Rist alles für jeden getan hat, wenn nur der Preis stimmte. Und jetzt drohen die schmutzigen Details dieser Dienste öffentlich zu werden. Heuert beim nächsten Mal keine Attentäter an. Jedes Adelshaus auf Alderaan hat Dinge unter der Hand erledigt. Thul ist da keine Ausnahme. Ein ehemaliger Attentäter vom Haus Rist, der von ihnen verbannt wurde, weil er die Identität eines Auftraggebers enthüllt hat, erpresst nun das Haus Thul. Er sagt, er würde jedes Attentat publik machen, jede Entführung, jede Hinterhältigkeit, die Haus Thul jemals zu verantworten hatte, wenn er nicht bezahlt wird. Wieso wurde ich ausgesucht? Wir haben ein Treffen zur Geldübergabe vereinbart. Doch er hat einige der besten Attentäter aus dem Haus Rist angeheuert. Ich vertraue ihm nicht. Deswegen brauche ich euch. Jemanden, der stark genug ist, jeder Falle zu entgehen, die er uns stellen mag. Und was genau soll ich tun? Dieser Mann möchte ein eigenes Haus aus Attentätern gründen. Und er hat als Bezahlung für sein Schweigen Land und einen Titel verlangt. Nehmt den Aktenkoffer und geht zum vereinbarten Treffpunkt. Wenn er die Bestechung annimmt, gut. Wenn nicht, tötet ihn. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Leben Sie wohl.